Hallo alle zusammen, ich bin's, Max von Bushcraft Bear. Ich möchte heute nur ein ganz kurzes Video machen, und zwar nochmal über den Honey Stove, und zwar wie schnell man den anfeuern kann. Ich werde ein paar Feathersticks aus einem Haselnussstück schneiden und dann einige Kiefernzapfen oben drauf legen, und dann werde ich den Ofen einfach anzünden. Und ich wollte euch einen kurzen Einblick geben, wie schnell das dann geht, dass der Ofen brennt. So, die drei Stöcke habe ich hier gemacht. Das müsste eigentlich ausreichen. So, ich habe hier jetzt die Feathersticks einfach reingelegt. Da ist weder Watte oder sonst ein Anzündmittel noch mit drin, außer den Feathersticks. Und ich werde jetzt hier oben drauf einfach ein paar Zapfen geben, die ich gerade eben gesammelt habe. Die sind auch kein bisschen präpariert. Die Zapfen brennen einfach trotzdem sehr gut, weil sehr viel Harz da mit drin ist. Die nehme ich einfach. Moment. Die Feathersticks sollten schon ein bisschen übereinander liegen, dass sie sich gegenseitig gut entzünden können. So, jetzt lege ich hier einfach diese Zapfen drumherum. So. Ein Streichholz unten in die Feathersticks rein und es fängt an mit brennen. So, die Zapfen rauchen am Anfang sehr stark. Ich weiß nicht genau, woran das liegt, aber wenn sie dann mal die erste Flamme gefasst haben, brennen die sehr, sehr gut. Wie gesagt, da ist recht viel Harz mit drinne und es brennt einfach wunderschön. Sie geben auch eine sehr gute Glut, aber vor allem geben sie eine sehr schnelle und kurze Hitze. Das heißt, wenn man sich nur kurzen Wasser heiß machen will oder ähnliches, sind Tannenzapfen sehr, sehr gut geeignet, finde ich. Ja, das war's auch schon wieder. Ich danke euch fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.